Hallo, ihr Süßen. Ja, ich hatte auf Twitter die... Twitter? Wann habe ich das letzte Mal getwittert? Ich habe auf Instagram gefragt, ob ihr die Frisur, die ich an dem Tag hatte, schon kennt und ob ich darüber ein Video gemacht habe. Und ich glaube, das habe ich nicht. Zumindest kam sie euch scheinbar auch nicht besonders bekannt vor. Ich mache diese Frisur aber eigentlich schon seit Jahren, immer wenn mir nichts anderes mehr anfällt und ich diesen Dutt nicht mehr sehen kann, den ich 360 Tage im Jahr trage. Auf jeden Fall geht die eigentlich total schnell und ich habe sie jetzt ein bisschen verändert, weil ich sie früher mit diesen Klemmerchen, mit diesen Plastikklemmerchen gemacht habe, die man so da reinschieben konnte. Das mache ich jetzt nicht mehr so, zumindest seit dem letzten Mal. Und das wollte ich euch gerne zeigen. Ja, deswegen legen wir jetzt mal los. Das ist der Kopf, den ihr schon kennt. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber sie sind ein bisschen gekürzt worden. Jedenfalls brauchen wir zwei Haargummis. Das war es eigentlich auch schon. Ich drehe mich jetzt mal um und gucke diesmal auch, ob ihr sehen könnt, was ich sehe, was ich hoffe, dass ihr sehen solltet. In the can. Und wir machen zwei Zöpfe. Einen oben und den anderen dann gleich. Und auch durchsichtige runter. Nehmen, das bleibt euch überlassen. Oder Haargummis in der Farbe eurer Wahl. Dann könnt ihr gucken, ob das hier oben ein bisschen krusselig aussieht. Manchen stört es, manchen stört es nicht. Sie sollten ungefähr gleich dick sein, aber wenn das nicht so ist, ist das auch nicht schlimm. Also, ihr dreht die beiden Zöpfe einmal so ein und dann umeinander rum. Wenn das ein bisschen aufgedreht ist, so wie hier jetzt, macht nichts. Nochmal drehen und drumherum legen. Wäre gut, wenn eure Hände groß genug sind. So, und dann steckt ihr auch schon mit Schieberchen das Ganze fest. Bei dem einen oder anderen wird jetzt wahrscheinlich das Gefühl aufkommen, dafür sind meine Haare zu weich. Meine sind dafür heute auch zu weich. Was immer geht, ist ein bisschen Haarschaum zu benutzen oder eine Stylingcreme, dass das Haar ein bisschen griffiger wird. Das geht immer. Ihr könnt sie auch leicht antupieren. Ist auch immer eine Option. Dann bekommt ihr auch ein bisschen mehr Volumen. Und ja, so ist sie im Grunde auch schon fertig. Ihr könnt jetzt noch ein paar Schieberchen nachschieben, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwo sitzt sie noch ein bisschen locker. Oder aber da droht es vielleicht rauszurutschen. So wie hier. Und das war es eigentlich auch schon. Natürlich könnt ihr die beiden Zöpfe auch einzeln drehen, ja, so wie eine Kordel drehen und dann nochmal drehen und rumlegen. Und andersrum genauso. Das habe ich jetzt aber nicht gemacht, weil dafür sind meine beiden Zöpfe einfach zu dünn, wie ihr seht. Und dann würde das nicht so voluminös aussehen und das finde ich persönlich bei mir dann nicht mehr so schön. Beziehungsweise man kann es dann ja wieder so ein bisschen aufdröseln, also so zupfen, dass das mehr Volumen bekommt. Ich müsste das mal ausprobieren. Vergesst, was ich gesagt habe. Ja. So sieht es dann von vorne aus. Ein bisschen langweilig, ein bisschen knuddelig. Ich sprach davon. Aber es geht natürlich auch immer, dass ihr noch ein Band in die Haare macht. Ich habe euch in einem der Hauls aus der letzten Zeit von DM gezeigt, dass ich mir diese Ivy Bänder gekauft habe. Eins hatte ich gekauft, jetzt habe ich schon zwei neue gekauft. Also eigentlich ist bei drei gekauft, in so einem Graublau und ein schwarzes breiteres. Das könnt ihr natürlich auch immer noch benutzen. Finde ich jetzt auch ganz cool. Und dadurch, dass ist nämlich das Einzige, was einige von euch auch bemängeln, zu Recht. Hier sitzt es toll, bei mir zumindest.
Und hier rutscht es leider ein bisschen hoch. Also dieses Gummi hier unten ist leider nicht so anti-rutsch wie der Rest. Da könnte man sich schnell von genervt fühlen. Trotzdem rutschen die Bänder nicht so wie andere Bänder bei mir schon mal rutschen, weil sie ansonsten echt gut halten. Und dieses Gummibändchen hier wird durch die Frisur dann ja gehalten. Ich habe bei H&M übrigens entdeckt, oh mein Gott, in der Mädchen-Kinderabteilung dieses Haarband mit Schmetterling. Und es tut mir leid, aber ich werde mich nicht davon abbringen lassen, das heute auch mal zu tragen. Ist ja bald Karneval, ne? Ist das süß? Oh mein Gott, ich bin 3 Jahre alt. Das ist doch wohl der Knüller, oder? Ich finde das ziemlich cool. Also für Karneval, die Haare sind aus dem Weg. Keiner kann sie groß mit Bier überschütten. So sieht es dann, wie gesagt, von hinten aus. Natürlich ist es möglich, dass ihr dann jetzt hier auch noch Frisuren, Haarspänkchen mit Schmetterling und oder Co. da reinpackt. Und schon habt ihr die perfekte Blumenmädchen, Blumenfee, Waldfee, Schmetterlingsfee, wie auch immer Frisur. Ich find's cool. Ich werde von der Frisur noch eine aufwendigere Version posten und für euch drehen, nämlich von diesem Gezwirbel, was ich euch vorhin erzählt habe. Könnte ich mir auch ziemlich cool vorstellen, dass das noch so einen Zusatzeffekt gibt. So, das war's schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es geht wirklich, wirklich schnell und ich hoffe, ihr habt da so viel Spaß dran wie ich. Ciao! Ja, natürlich konnte ich es mir nicht nehmen, noch Schmetterlinge in die Frise zu machen. Ja. Hier oben kann man jetzt ein bisschen das Haargummi sehen. Das passiert normalerweise nicht. Ich muss sagen, dass es ein wenig, nicht jeden Tag gelingt es gleich gut. Aber dass hier ab und zu mal was schief läuft auf dem Kanal, ist euch ja klar. Dafür sind wir ja da. Ne? Wir sind ja alle Menschen und dann läuft auch schon mal was schief. Egal. Ja, so ist es auf jeden Fall dann jetzt, ne? Mit noch ein paar Spengskes. Auch eventuell karnevalstauglich. Wenn ihr das Gefühl habt, euch rutscht denn das doch noch ein bisschen, ist es ja kein Problem, da noch ein Schieberchen reinzudrücken, damit es dann perfekt hält. Ja, ich find's cool. Ich gehe jetzt gleich zu meinen Eltern. Die werden sich freuen, ihr Blumenkind zu sehen. Und deswegen, bis dann.